Gemessen an anderen Städten kam Bad Homburg im Luftkrieg verhältnismäßig glimpflich davon. Gleichwohl hat es wehrlose Menschen in der zur Front gewordenen Heimat jahrelang in Furcht und Schrecken versetzt. Fast 200 Wohnungen zerstört, das Kurhaus, Mädchengymnasium und Rathaus vernichtet. Bad Homburg, das nicht zur Lazarettstadt erklärt wurde, verlor durch Bombeneinwirkung ein Hotel mit 34 Betten, zwei Bankhäuser, das Thalia-Lichtspielhaus mit 386 Plätzen sowie je eine Färberei, Druckerei, Zahnarzt, Rechtsanwalt und Ärztepraxis. Überdies wurden das Amtsgericht, das Postamt und die Kaserne, das heutige Finanzamt, schwer beschädigt. Doch weit gravierender als der mit über 16 Millionen Reichsmark bezifferte Sachschaden wiegen die 43 Menschenopfer, die uns zum Frieden mahnen. Bereits kurz vor Hitlers sogenannter Machtergreifung warb die Bad Homburger Kurzeitung 1934 nach dem Motto Luftschutz tut Not für die Mitgliedschaft im Reichsluftschutzverband. Ein Jahr später wurde die allgemeine Luftschutzpflicht gesetzlich verordnet. Diese nahm aber niemand sonderlich ernst, weil Hitler in raffinierten Friedensreden von 1933 bis 1936 Deutschland und das Ausland täuschte, um seine Kriegsvorbereitungen zu tarnen und den raschen Ausbau seiner Diktatur zu ermöglichen. Was nur wenige wussten oder wissen wollten, die Nachkriegszeit mündete unversehens in eine Vorkriegszeit, die den unterschiedslosen Luftkrieg einkalkulierte. Dieser begann bereits am 26. April 1937, als im Spanischen Bürgerkrieg Flugzeuge der Legion Condor, die heilige, 10.000 Einwohner zählende baskische Stadt Guernica, dem Erdboden gleichmachten und 1.645 unschuldige Menschen töteten. Noch ehe zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 polnische Städte das Ziel mehrtägiger Flächenbombenabattements der deutschen Luftwaffe waren. Der erste Angriff galt der 16.000 Einwohner zählenden Stadt Wielun, bei dem 1.200 unschuldige Menschen starben. Das erste Flächenbombardement begann bereits vor Kriegsbeginn auf Warschau. 1940 entfachte die deutsche Luftwaffe in der Rotterdamer Altstadt einen verheerenden Flächenbrand. Von Belgrad ganz zu schweigen. Während der sogenannten Luftschlacht um England vom 13. August 1940 bis Mitte 1941 bombardierten deutsche Flieger in etwa 1000 Einsätzen gegen den Süden der britischen Inseln, unter anderem London und Coventry. Hitler und Göring sprachen vom Ausradieren englischer Städte, von Coventrieren im Sinne der völligen Vernichtung war die Rede.
Insgesamt starben in England bis Mai 1941 4000 Zivilisten durch Bombeneinwirkung. Die Antwort der Alliierten, speziell der Briten, ließ nicht lange auf sich warten. Es folgten großflächige Bombardierungen, sogenannte Bombenteppiche, vor denen wir in Homburg eine heillose Angst hatten. Bombenteppiche über deutschen Städten, um a. die Moral der deutschen Zivilbevölkerung zu brechen, b. den Krieg schneller zu beenden, c. den deutschen Luftterror zu vergelten und schließlich d. gegenüber der Sowjetunion Stärke und Überlegenheit zu zeigen und Stalins Machtgelüste zu bremsen. Unter dem Kommando von Bomberchef Arthur Harris, alias Bomber Harris oder The Butcher, Schlechter, flog die britische Air Force bis 1945 vernichtende Nachtangriffe, bei denen bis zu 600.000 Menschen getötet und über 1 Million verletzt wurden. Von den Großangriffen aus der Luft waren während des Zweiten Weltkriegs 131 deutsche Städte betroffen. Eine Reihe von ihnen wurde mehrfach angegriffen. Berlin zum Beispiel 29 Mal, Braunschweig 21 Mal, Mannheim und Ludwigshafen je 19 Mal, Kiel, Köln, Frankfurt am Main je 18 Mal, Hamburg und München, Münster je 16 Mal, Koblenz und Hamm je 15 Mal und so weiter und so weiter. Die Amerikaner und die Engländer nahmen eine Arbeitsteilung vor. Nachts kamen die Engländer und tagsüber die Amerikaner. Es soll in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, dass die unterschiedslosen Luftangriffe für die Angreifer so gut wie gar kein Risiko bedeuteten, denn mit der deutschen Flakabwehr und überhaupt mit der Abwehr der Bomberverbände war es ja schlecht bestellt, und je länger der Krieg dauerte, desto mehr glich ein solcher Angriff einem Spaziergang. Ich nenne es einmal so. Der Luftkrieg verkürzte nicht, sondern verlängerte den Krieg. Denn das unter dem Bombenterror leidende Volk wandte sich nicht gegen die Gewaltherren, sondern glaubte ihren Parolen, die Feinde des Reiches wollten das Volk selbst und nicht die Herrschenden vernichten. Als alliierte Truppen 1944-45 nach Deutschland vorgestoßen waren und die Zerstörung der Städte sahen, machten sich viele GIs und Politiker große Sorgen um die Zukunft. So auch Winston Churchill. Dieser schrieb dem britischen Luftwaffenchef Arthur Harris am 29. März 1945, ich zitiere: "Vielleicht sind wir zu weit gegangen. Ich mache mir Sorgen, was die Leute nach dem Krieg über das Vorgehen der Briten sagen werden." Zitat zu Ende.
Der Luftmarschall schickte Churchills Brief kurz entschlossen zurück und forderte, man höre und staune, seinen Premierminister auf, etwas anderes zu schreiben, um die Royal Air Force nicht der Kriegsverbrechen zu beschuldigen. Das ist, wenn man das so sieht, ein ungeheuerlicher Vorgang. Kurz darauf wurden die ersten alliierten Truppen in Bergen-Belsen, Buchenwald und Dachau mit den unvorstellbaren Gräueltaten in KZ-Lagern konfrontiert, die überall auf der Welt Abscheu und Zorn gegen die Deutschen hervorriefen. Bei den Alliierten wurden jene in ihrem Gefühl bestärkt, die Deutschen bekommen jetzt und bekamen das, was sie letztlich verdient hätten und haben. Gleichwohl war das von Hitler begonnene und von den Alliierten auf die Spitze getriebene Flächenbombardement militärisch absolut sinnlos, unverhältnismäßig und moralisch verwerflich. Seitdem und erst recht heute lautet die moralische Frage, ist es überhaupt gerechtfertigt, Zivilisten anzugreifen? Schon der bedeutendste griechische Geschichtsschreiber der Antike, um 460 bis 395, Thukydides, erkannte vor 2500 Jahren, dass ein Angriff auf Zivilisten ein Verbrechen ist. Mit zunehmender Kriegsdauer verschärften sich die Bombenangriffe, verschärfte sich der Bombenterror auf Befehl von oben. Welch ein Gefühl der jahrelangen Angst, ins Bett zu gehen, ohne zu wissen, ob und in welchem Ausmaß und Zustand einen der Morgen noch sehen wird. Selbst in Bad Homburg gab es eine Überlebenschance von 95% in Luftschutzkellern, die man aufsuchte, und in den letzten Kriegstagen hat man die Luftschutzräume überhaupt nicht verlassen und man schlief in den Kleidern. Auch Sieger, um das hier einmal klar herauszustellen, in einem Kampf auf Leben und Tod müssen sich die Frage stellen, ob sie Verbrechen begangen haben. Der Bombenabwurf über Bad Homburg am 8. März 1945, kurz vor Ende der deutschen Kapitulation. Auf militärisch unbedeutende Ziele, 2 Monate, wie gesagt, vor dem längst entschiedenen Zweiten Weltkrieg, wurde für meine Generation zur zentralen Erfahrung. Wir dürfen uns nicht mit den Opfern der scheußlichen NS-Verbrechen und die Alliierten mit den deutschen Tätern gleichsetzen. Aber wir dürfen auch nicht die Einzigartigkeit der NS-Verbrechen mit dem Verschweigen alliierter Verbrechen beantworten und somit Ursache und Wirkung verwechseln. Wer von Hitler befohlene Verbrechen beschönigt,
oder verschweigt und diese dem Gegner in die Schuhe schiebt, kann vor der Geschichte nicht bestehen. Und er versündigt sich an kommenden Generationen. Zurück zu Bad Homburg, zurück zu den ersten Kriegstagen. Mit dem 1. September 1939 trat die Verdunklungsordnung in Kraft. Sie wurde am 3. Oktober 1940 durch die allgemeine Verdunklungspflicht für das gesamte Reichsgebiet zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang verschärft. Doch im Vertrauen auf die zuverlässige deutsche Luftabwehr empfanden viele Desinformierte und Desorientierte einem Trommelfeuer propagandistischer, Schlagworte ausgesetzte Volksgenossen die Verdunklungsmaßnahmen als reine Schikane, die man nicht ernst nahm. Gleich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs fiel an der Kaiserin Friedrichschule zum Beispiel für 14 Tage der Unterricht wegen befürchteter Fliegerangriffe aus. Der erste Nachtalarm mit an- und abschwellendem Heulton, vermutlich im Sommer 1940, wurde zum Thema eines Hausaufsatzes in der dritten Volksschulklasse, die ich damals besuchte. Ich erinnere mich an einige Formulierungen, ob die nun aus meiner Feder stammten oder aus der Feder der Eltern, kann ich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Ich zitiere mich. In der Nacht heulten plötzlich die Sirenen. Fliegeralarm. Meine Mutter weckte uns, also meinen Bruder und mich. 1, 2, 3 zogen wir uns an und eilten in den Luftschutzkeller. Wir waren zuerst da. Nach einer Stunde durften wir wieder ins Bett. Soweit das Zitat. Auf dem Weißen Turm übernahmen fortan zwei Polizeibeamte bei Fliegeralarmen die Feuerwache, während die Luftschutzwarte darüber mit Argusaugen wachten, dass die Luftschutzräume abgestützt und für den Notfall mit Sandschaufeln, Feuerpatschen, Gasmasken, Löschwasser und Kapitlampen oder Kerzen, so man welche hatte, ausgestattet waren. Die Luftschutzweisen trichteten uns ein, bei Alarm Luftschutzräume unverzüglich aufzusuchen, Licht zu vermeiden, Luftschutzgepäck mit Urkunden, Lebensmittelmarken, Kleiderkarten, Geldbeutel, Wäsche, Kleidern, Schuhzeug, Handtasche und Anzug bereitzuhalten. Im Ernstfall Ruhe zu bewahren und Mut zu zeigen. Denn nur die allerwenigsten Bomben erreichten ihr Ziel. Verschüttete, Verletzte und Werte zu retten, Brandbomben ins Freie zu werfen oder vor Ort zu isolieren und zu löschen, Nachbarn zu helfen und Dieben das Plündern unmöglich zu machen. Stehler und Plünderer verlören den Kopf, werden also mit dem Tod bestraft. Aber Sie kennen ja sicherlich den Spruch, die Nürnberger Ratsherren hängen keinen, sie hätten ihn denn. Bei den sich häufenden Nachtalarmen der Royal Air Force verfolgten wir in Bad Homburg aus respektvoller Entfernung die Lichtarme der Scheinwerfer
bei der Suche nach feindlichen Flugzeugen. Die Leuchtraketentrauben und roten Markierungszeichen, genannt Christbäume, das wütende Ballern der Fliegerabwehrkanonen und das dumpfe Rollen und Grollen der Bomben. Tagsüber sammelten wir eifrig Flak und Bombensplitter, mit denen wir handelten, abgeworfene Staniolstreifen, die deutsche Funkmessgeräte ausschalten sollten, oder wir lasen an der Eller Höhe, am Platzenberg oder auf Kirdorfer Gelände feindliche Flugblätter auf, deren Text wir absolut nicht lesen durften, aber doch gelesen haben, erst recht gelesen haben, und in denen es heißt, denk bei jeder Bombe dran, diesen Krieg fing Hitler an. Wir mussten diese Flugblätter sammeln und abgeben. Unter der Maßgabe, keinen Blick auf den Text geworfen zu haben, was ja völlig illusorisch war. Am 6. Mai 1941 und in der Nacht zum 25. August 1942 gab es in Bad Homburg durch Luftkriegseinwirkung die ersten Toten, Verletzten und Sachschäden. Kirdorf geriet in einen Hagel von Stabbrandbomben. Betroffen waren die Bachstraße, Fußgasse, Kirdorfer Straße und die Höllsteinstraße. Am 25. August 1942 schlug eine Luftmine am oberen Rotlaufweg östlich des Kochschen Anwesens ein, das unversehrt blieb. Glücklicherweise explodierte am Mariannenweg eine englische 20-Zentner Pressluftbombe nicht, genannt Luftmine, vor der wir einen heillosen Regatt hatten. Auf Flugblättern stand angeblich, Bad Homburg und Nauheim wollen wir schonen, denn dort möchten wir einmal wohnen. Aber interessanterweise hatte niemand ein solches Flugblatt je gesehen, zu Gesicht bekommen. Wir klammerten uns aber an diese Hoffnung. Churchills Rundfunkankündigung durfte bei Todesstrafe niemand vernehmen. Ich zitiere: Wir werden alle deutschen kriegswichtigen Städte bombardieren. Die deutsche Zivilbevölkerung kann aber leicht allen Härten entgehen. Sie braucht nur die Städte zu verlassen, ihre Arbeit aufzugeben, auf die Felder sich zu flüchten und ihre brennenden Häuser aus der Ferne zu beobachten. Dort wird sie auch die Zeit und Muße finden, zu überlegen und zu bereuen. Für große Aufregung sorgte der Absturz eines britischen Lancaster-Bombers der 218. Squadron. Dieser war am Abend des 12. September 1944 auf dem englischen Flugplatz Network zum Großangriff auf Frankfurt gestartet. Er wurde von der Flak über Bonhamés abgeschossen und stürzte ins Kirdorfer Feld. Nahm nahe der heutigen Kleintierzuchtanlage am Usinger Weg, wo die Maschine explodierte und verbrannte. Alle sieben Besatzungsmitglieder fanden dabei den Tod.
Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Bernhard Rust, ordnete am 22. Januar 1943 den Kriegshilfeeinsatz der Jugend bei der Luftwaffe für die Schüler des Geburtsjahrganges 1926 und 27 der Klassen 6 und 7 der höheren Schulen und der Klassen 6 der Mittelschulen an. Diese wurden ab 15. Februar 1943 im Zuge der Notdienstverpflichtung als Luftwaffenhelfer zur Wahrnehmung von Hilfsdiensten zur Luftschutzverteidigung herangezogen und klassenweise zusammengefasst. Das Ergebnis war gleich null. Einer der 64 Bad Homburger Flakhelfer war der damals 16-jährige Eberhard, genannt Ebbe Schelling, aus Donholzhausen. Er hatte während seines Urlaubs aus einer bei Wehrheim notgelandeten Flying Fortress, fliegende Festung, ein elektronisches Teil ausbauen wollen, das explodierte und den Gymnasiasten in Stücke riss. Ebbe Schelling wurde tags später mit militärischen Ehren in Donholzhausen zu Grabe getragen. Und nun zum 8. März 1945, zum Dies Ata, zum schwarzen Tag in der Geschichte der Kurstadt. Der Luftwaffenexperte Gerhard Reiß entnahm den lange Zeit unter Verschluss gehaltenen Geheimakten der 6. amerikanischen Luftflotte, dass die Bombenabwürfe über Bad Homburg am Donnerstag, dem 8. März 1945, ein Versehen waren und der Angriff amerikanischer Bomber nicht der Kurstadt, sondern den Hettenheimer Kupferwerken galt. Irrtümlich wurde ein Teil der Bombenlast der 486. Gruppe der 3. Bomberdivision etwa 6 Meilen zu früh ausgeklinkt. Und diese könnte der Stadtbereich Bad Homburg gewesen sein. Ich erinnere mich noch sehr genau. Gegen 14.45 Uhr bebte die Erde. In unserer unmittelbaren Nähe schlugen Bomben ein. Es rauschte und schepperte gewaltig. Dann herrschte plötzlich Todesstille. Nichts wie raus aus dem sich als sicher geltenden Luftschutzkeller des 10 Mietpartienhauses Obergasse 5. Reihenabwurf hinter dem Rinschen Bürgerstift. Es brennt, es brennt, meldete Hans Löw, der die Feuerwache in der Obergasse 5 übernommen hatte. Die mit einem etwa 100 Meter breiten Bombenteppich belegte militärisch bedeutungslose Kurstadt war nach unserer Meinung angeknabbert und musste mit weiteren Schlägen aus der Luft rechnen. Um mich vermutlich nützlich zu machen oder meine Angst abzuschütteln, fuhr ich mit einem verrosteten, klapprigen Herrenfahrrad, von dem wiederholt die Kette absprang, schnurstracks zum Kurhaus. Dort bot sich mir, dem 14-jährigen Pimpf, ein Bild grauenhafter Verwüstung. Das Kurhaus, das Herzstück der Luisenstraße, die nicht mehr wieder zu erkennen war, brannte lichterloh. Sprengbomben hatten das Wassernetz teilweise zerstört und das Löschwasserbecken vor dem Kurhaus aufgerissen.
Auf der Erde kauerten Verletzte, die vor den einsetzenden Feuerstürmen in Sicherheit gebracht werden mussten. Ich starrte apathisch in die Flammen des versinkenden Kurhauses. Mir kamen nicht nur vom beißenden Qualm und Rauch die Tränen, derer ich mich nicht schämte. War alles nur ein böser Traum, eine Sinnestäuschung, doch zum Träumen und Sinnieren blieb keine Zeit. Ehe ich mich versah, saß ich mit einer Handsirene bewaffnet auf einem offenen Lastkraftwagen und löste im Stadtbereich Alarm aus, um Schaulustige zu vertreiben. Danach wurde ich zum Meldefahrer und Verbindungsmann zwischen dem Technischen Notdienst, dem Deutschen Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr ernannt, da der Stromausfall die telefonische Verbindung verhinderte. Ich wähnte mich auf einem Pulverfass, hatte mit meinem kaum begonnenen Leben abgeschlossen und harrte fatalistisch der kommenden Dinge. Die Bombenabwürfe am 8. März 1945 forderten 34 Menschenleben. Ich habe die dann im Einzelnen die Namen aufgeführt. Neben dem Schüler Herbert Jost, der qualvoll am Mühlberg umkam, konnten 6 weitere Bombenopfer nicht geborgen werden. Die Gräfin Erika Luise von Ingelheim, 48-jährig, die unter den Trümmern des linken Kurhausflügels lag, die Witwe Lina Lotz im Alter von 75 Jahren und Paula Nolpa, 63-jährig, die im Hause Luisenstraße 61 ein Halb verbrannten, und die Studienreferendarinnen der Kaiserin Friedrichschule, Dr. Elfriede Kloster, Rosel Edel und Anne Rau, deren Gebeine erst am 10. September 1983 vom Technischen Hilfswerk Bad Homburg auf das Gelände der Dorotheenstraße 38 geborgen werden konnten. Ich hatte mich damals nachhaltig für die Bergung der 3 Referendarinnen eingesetzt und habe damals nicht nur Lob erfahren, sondern unter anderem wurde mir vorgeworfen, ich würde fahrlässig das Leben derer aufs Spiel setzen, die sich bemühen sollten, 3 Tote zu bergen. Die verlogene NS-Kriegspropaganda missbrauchte skrupellos die 34 Bombenopfer bei einer offiziell angesetzten Totenfeier am 15. März 1945 für ihre Zwecke. Um vor Tieffliegerangriffen sicher zu sein, nahmen frühmorgens ab 8 Uhr im oberen Schlosshof Partei, Staat und Wehrmacht, wie es damals offiziell hieß, und die Bevölkerung mit viel Pomp und Pathos Abschied von den Gefallenen, wie es hieß. Die im Luftkrieg Umgekommenen wurden Gefallene genannt, so als seien sie Soldaten gewesen, die an der Front für, wie es damals hieß, Führer, Volk und Vaterland ihr Leben ließen.
die etwa einstündige Trauerfeier vor der gespenstigen Kulisse von 27 am Weißen Turm aufgebahrten Särgen wirkte auf mich wie ein seelischer Keulenschlag. Während der uniformierte NS-Kreispropagandaleiter vom deutschen Endsieg durch Wunderwaffen faselte, befanden sich 52, ich wiederhole, 52 Staaten im Kriegszustand gegen Hitler-Deutschland. Wir hatten kaum den Heimweg angetreten, da heulten um 9.22 Uhr prompt die Sirenen. Bis 22.32 Uhr herrschte Alarm für das Flakfunkquadrat Quelle Siegfried IV, in dem Bad Homburg lag. Er war einer von 315 seiner Art während der letzten drei Monate vor Kriegsende 1945, das immer näher rückte. Da die Luftschutzakten und das Alarmbuch der Stadt Bad Homburg im Krieg verbrannt sind, kommen den Aufzeichnungen des damals 14-jährigen Bad Homburger Hitlerjungen Karl-Heinz Schlott eine besondere Bedeutung zu. Er notierte ab Januar 1944 akribisch in seinem mir zugänglich gemachten Tagebuch die alliierten Luftangriffe auf deutsche Städte und alle Vor- und Hauptalarme in Bad Homburg. Schlotts Aufzeichnungen wecken Erinnerungen an nervenaufreibende Tage, ständiger Todesangst und Todesgefahr. In der Woche vom 4. bis zum 10. März 1945 wurden jeweils 15 öffentliche Luftwarnungen, sogenannte Voralarme und Vollalarme vermerkt. Blieb da noch Zeit zur Besinnung und für Verabredungen, wo doch alles dem Diktat schauerlich heulender Sirenen unterworfen war. An den für Bad Homburg schicksalhaften 8. März 1945 gab es um 13.41 Uhr öffentliche Luftwarnung, das heißt Voralarm, der um 13.41 Uhr bis 16.13 Uhr in den Vollalarm mündete und Tod und Vernichtung brachte. Um 17.16 Uhr, 20.48 Uhr und 41.52 Uhr heulten nochmals die Sirenen. Viele Bad Homburger flüchteten, wie Lina Drescher, durch den Kurpark in den nahen Hartwald. Die Bäckersfrau schrieb mir kurz vor ihrem Tode, ich zitiere, »Wir legten uns auf die Erde« und rochen den Frühling, um uns blühten Anemonen, über uns sang hier und da ein Vöglein, und draußen, jetzt schon in unserem Vaterland, tobte noch immer der Krieg. Im März 1945 verstärkten sich die Tiefliegerangriffe amerikanischer Jagdbomber, genannt Jabos, der Typen Lightning, Mosquito und Thunderbolt. Einen Jabo-Angriff erlebte ich als Meldefahrer nahe der Brücke über die Frankfurter Landstraße auf einen in Richtung Friedrichsdorf fahrenden Personenzug.
Zwei oder drei Jabos setzten mit ihrer Bordwaffen Leuchtspurmunition einen Waggon in Brand und verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Ich hatte mich intensiv und instinktiv auf die Erde geworfen, das Knick eingezogen, an ganzem Leibe zitternd vor Furcht und Schrecken, auf das rettende Wunder gehofft. Der Schock saß tief. Er übertraf meinen in Anführungszeichen Heldenmut, der von einem Hitlerjungen damals gefordert wurde. Am Palmsonntag 1945 löschten Jabos auf der Saalburg-Chaussee eine Frankfurter Familie aus. Sie war mit einem Pferdefuhrwerk auf der Flucht in den Hintertaunus. Bei einem Tieffliegerangriff am 27. März 1945 auf die Farbfabrik Vossen am Waldfriedhof opferte die junge Mutter Agnes Toussaint ihr Leben, als sie sich schützend vor ihre vierjährige Tochter warf. Am 8. März 1945 rettete der damalige Hausmeister, damals hieß er Pedell, Schulpedell, nach dem Motto, ich und der Chef, wir haben beschlossen, der Kaiserin Friedrichsschule Max Schwenkbeck durch entschlossenes, wagemutiges Eingreifen das Schulgebäude in der Gymnasiumstraße vor der Zerstörung durch Brandbomben, die er mutig aus dem Fenster warf und unschädlich machte. Die Brandbomben waren insofern auch höchst gefährlich, weil sie Sprengsätze enthielten. Und ich hatte auch eine heillose Angst, Brandbomben anzugreifen und ins Freie zu werfen, was von uns verlangt worden war. Vier Tage später, am 12. März 1945, fand in der KFS die letzte schulische Amtshandlung vor dem Kriegsende statt, als die Luftwaffenhelfer Volker Bock, Harald Dehmer, Klaus Foucault, Otto Hellberg, Norbert Kaus und Hermann Segers ebenso wie Gertrud Schmitz das Abitur bestanden und Max Schwenkberg, den Retter ihrer Penne, in Anführungszeichen, einen Triumphzug bereiteten. Als am Karfreitag, dem 30. März 1945, amerikanische Truppen kampflos in Bad Homburg einzogen, hatte der unsägliche Zweite Weltkrieg für die Homburger ein Ende. Uns, den noch einmal davongekommenen, wurde das Leben neu geschenkt. Der 8. März 1945 verfolgt unser einen noch bis heute in Angstträumen. Wir haben aus der leidvollen Geschichte gelernt. Nie wieder Großmannszucht, Volksverhetzung, Rassenwahn und Krieg. Welch eine Gnade des Schicksals. Aus erbitterten Feinden von einst sind verlässliche Freunde geworden, die längst einander die Hand zur Versöhnung gereicht haben. Bonner Friedenspolitik ist es zu verdanken, dass seit 1945 von Deutschland kein Krieg mehr ausgegangen ist und Pazifisten wie unser einer nicht mehr als ehrlose Feiglinge diffamiert werden. Die Generation der noch einmal davongekommenen
empfindet den Bombenabwurf über Bad Homburg am 8. März 1945 zeitlos als ein Trauma, als eine Verwundung der Seele. Bei Kriegsausbruch am 1. September 1939 jubelten auch die Bad Homburger nicht, im Gegensatz zum Kriegsausbruch am 1. August 1914. Da herrschte, so haben meine Eltern mir immer wieder berichtet, eine grenzenlose Begeisterung, die, wie gesagt, recht unverständlich war. Und dieser Begeisterung wich ja dann die Ernüchterung, die nicht lange auf sich warten ließ. 1939 nahm man, ich kann mich gut an den Ausbruch des Weltkrieges erinnern, den Kriegsausbruch fatal hin. Innerlich erregt und bewegt. Das deutsche Volk folgte den Parolen der Nazis. Die meisten wollten keinen Krieg, erst recht keinen neuen Weltkrieg, aber sie leisteten aus Fatalismus und Angst vor den NS-Unterdrückungsmaßnahmen widerspenstigen Gehorsam, widerwillige Loyalität in einem von Hitler gewollten ideologischen Rassevernichtungskampf, dessen traurigstes Kapitel der unterschiedlose Luftkrieg und Bombenkrieg ist. Dieser verstieß eindeutig gegen geltendes Luftwaffen- und Luftkriegsrecht, das allerdings, wie die nicht ratifizierten, aber von Deutschland, England und den USA übernommenen Luftkriegsregeln von 1923 formal nicht verbindlich war. Terrorangriffe galten als Ausnahme, nicht die Regel. Als Ausnahme im Rahmen der völkerrechtlichen Repressalie, Vergeltung, um den Gegner von unrechtmäßigen Handlungen abzubringen und auf beiden Seiten die Völker- und Menschenrechtskonformen Normalzustände wiederherzustellen. Dabei sollte das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Humanität gelten. Die Absicht, mit geringstmöglichem Einsatz von Menschen und Material größtmöglichen Wirkung unter größtmöglicher Schonung ziviler Güter und Personen zu erzielen. Der unterschiedliche Luftkrieg indes unterschied nicht zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten. Das heißt, er unterschied nicht zwischen Soldaten und Zivilisten. Er war und ist ein Verbrechen, ganz gleich, von wem er ausging. Aber wir müssen immer wieder sagen, wer im Krieg Sturm sät, der wird ungeahnte Orkane ernten.